erster Auftritt, damals 12. November 1970, hat sie hier die Olympia in Hoffmanns Erzählung gesungen. Seitdem ist sie uns treu geblieben und sie kam immer wieder zurück nach Hamburg, wo ihr Publikum sie immer zu Recht gefeiert hat. Sie sang Vorstellungen hier auf der Bühne von Traviata, von Zerbinette in Ariadne, von der großen Partie der Lucia. Und wir haben auch in den letzten Jahren von ihr sehr viele wunderschöne Konzertante-Aufführungen hier gehabt. Der Titelpartie von Beatrice di Tenda, Anna Bolena und zuletzt hier als die große Norma in den gleichnamigen. Ich möchte diese Gelegenheit im Namen von all meinen Kollegen der Hamburgischen Staatsoper, mein Vorgänger und Vorvorgänger und Vorvorgänger, deren alle wunderbar, die wunderbare Frau Edith Gruber-Rowe hier begrüßen dürften auf der Bühne. Und wir haben ein kleines Geschenk für Sie, wenn ich Sie bitten darf, das, was auf dem Tisch ist, aufzuheben. Finden Sie ein Bild von Ihnen als Zerbinetta hier in der Kommission. Damen und Herren, sehr geehrte Frau Chefin, ich danke Ihnen für diese Worte und ich danke Ihnen für diese unglaubliche Überraschung, denn es ist ja eine Überraschung für mich, denn ich zähle die Jahre nicht. Gibt es Betriebsbüro. Hamburg war schon immer einer der wichtigsten Wirkungsstätten in meiner Laufbahn. Man hat mich zwischendurch immer wieder auch so erinnert, ja, aber dort wirst du nicht so viel Applaus haben, weil das ist ein Norden von Deutschland. Und überhaupt Hamburg, die sind so kühl. Das stimmt nicht. Ich war immer sehr gerne hier. Ich liebe die Stadt, wunderschön ist sie. Ich liebe auch dieses Theater. Ich danke Orchester, meine Damen und Herren, Sie haben wunderbar gespielt. Sie haben uns fantastisch. Kollegen, mit denen ich mich wunderbar, ganz toll gefühlt habe und wir dieses traurige Schicksal da Ihnen präsentieren. Vielen herzlichen Dank für Ihre Treue, für Ihre Bereitschaft, zu uns zu kommen und mit uns einen Abend zu verbringen, macht mir immer einen großen Spaß. Freue mich auf die nächste 40 Jahre.